Moin, liebe Sportskameraden, euer Görki am Start. Ich habe hier zwei Produkte mal zum Testen und wo ich mal rüber geschaut habe. Einmal das Basic-Protein und einmal das Vier-Komponenten-Protein von Kitu, der neuen Marke von McFit. Und ja, wir gucken uns das Ganze einfach mal an, ob das sinnvoll ist oder nicht. Jo, Sportsfreunde, viele von euch trainieren ja bei McFit und deswegen haben mich auch viele gefragt, hey Görki, kannst du mal die neuen Produkte dort vorstellen? Kitu Nutrition, ich glaube, soweit ich weiß, eine Tochtergesellschaft von McFit bis vor kurzem hatte McFit ja noch Wada im Sortiment, halt eine externe Produktpalette. Jetzt haben sie ihre eigenen Produkte. Daraufhin habe ich einfach gedacht, ich schreibe die ganzen, ja, Pappenheimer das mal an. Ja, Kitu habe ich mal angeschrieben und die haben mir dann ein Paket zugeschickt mit Produkten. Vielen Dank an dieser Seite auf jeden Fall an Kitu, dass sie mir die zur Verfügung gestellt haben. Ja, es gibt viele Produkte dort, unter anderem Kreatin, Glutamin, ja, ein Booster, glaube ich, und vor allem Eiweiß. Und ich denke, in ja, erster Hinsicht ist das Eiweiß mal interessant, deswegen habe ich hier zwei Produkte, was es dort gibt. Es gibt auch noch ein Frauenprodukt, aber ich habe jetzt einfach mal hier dieses Basic-Protein-Pulver, 500 Gramm. Und dann einmal das Pro 4C. 4C steht wahrscheinlich für Vier-Komponenten-Eiweiß. Ich dachte, ich vergleiche das einfach mal, weil ich denke, so kann man herausfinden, ob sich das lohnt oder ob es ein gutes Produkt ist. Und ja, muss dazu sagen, 500 Gramm von diesem Basic, das ist die günstige Variante, kostet 12,90 €. Das 4C Pro kostet 14,90 €, also 2 Euro mehr. Und als Vergleichs- und Referenzwert habe ich das ESN Designer Whey einfach jetzt mal genommen. Ich habe mir hier die Daten dazu ausgedruckt. Ich weiß natürlich nicht auswendig, aber ich persönlich bin davon überzeugt, weil es vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut ist. Und ja, man kann natürlich auch das Impact Whey von MyProtein nehmen oder auch das, ja, Optimum Nutrition, ja, je nachdem, was man da für sich als Bestes so sieht. Ja, bei MyProtein muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir ein bisschen Transparenz. Ich habe es noch nicht getestet, aber sicherlich auch kein schlechtes Produkt. Deswegen, nur dass du Bescheid wisst, ich nehme jetzt hier das ESN Designer Whey einfach mal als Referenzwert, weil es vom Preis-Leistungs-Verhältnis in meinen Augen sehr gut ist. Ja, gehen wir erstmal drauf ein, auf das Basic-Produkt. Wie gesagt, 500 Gramm, 12,90 €. Hier haben wir ein Mehrkomponenten-Eiweiß, muss man zunächst erstmal sagen, 47% Calcium-Caseinat. Ja, beim Calcium-Caseinat muss man sagen, das ist ein Casein, eine Caseinquelle zu 100%. Es gibt auch Milchprotein-Isolat oder Milchprotein-Konzentrat, da haben wir dann immer noch ca. 80% Casein, 20% Molke-Eiweiß, also hier 47% erstmal Casein. 27% Molke-Eiweiß, also Whey-Protein, 12% Soja-Protein-Isolat und dann noch etwas angereichertes Molken-Protein-Pulver. Also wie gesagt, ein Vier-Komponenten-Eiweiß. Hier haben wir bei 100 Gramm 80 Gramm Eiweiß, 9 Gramm Zucker, ja, und dann noch 2,5 Gramm Fett. Was hier auffällt, ist, dass hier 9 Gramm Zucker drin sind, also ja, verhältnismäßig verglichen mit anderen Protein, sehr viel Zucker. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein Sojaprotein mit drin, was von der Herstellung relativ günstig ist. Deswegen kommt mir in meinen Augen hier vergleichsweise der Preisunterschied zustande, dass wir hier einfach Sojaprotein mit drin haben und auch etwas mehr Zucker zugesetzt haben. Gehen wir nochmal aufs Aminosäureprofil ein und hier vergleichen wir nochmal BCAAs und der Glutamin verglichen mit dem ESN Designer Whey. Das heißt, wir gehen mal auf Isoleucin ein, sind hier 5,6 Gramm auf 100 Gramm. Beim Designer Whey sind es 6,1. Hier wird das, ja, Designer Whey wahrscheinlich gewinnen. Dann haben wir das Leucin, 9,5 Gramm beim Basic. Hier haben wir beim Leucin beim ESN 11,2 Gramm. Und dann haben wir, was haben wir noch? Leucin und Valin. Valin haben wir beim Basic. Ist es Valin bei, hier haben wir es, nicht, dass wir es uns versprechen, Valin ist 6,1 Gramm, hier haben wir 6,0, ja, und dann haben wir noch die Glutaminsäure, zum Beispiel 17, hier haben wir Glutaminsäure 19,1, hier sind es 17,0, ja, muss man sagen, vom Aminosäureprofil ist vielleicht das ESN Designer Whey etwas weiter vorne. Beim Designer Whey haben wir auf jeden Fall weniger Zucker drin und auch ein Whey-Protein, also ein hochwertigeres Protein als das Soja-Eiweiß. Und preislich sind wir beim ESN Designer Whey
Bei 500 Gramm, hier gibt es ja meist die Kilo-Produkte, ja, also Kilotüten, wenn wir es jetzt durch zwei teilen, 500 Gramm 12,45 €. Deswegen, das Designer-Welt kann ich euch mehr empfehlen und auch preis-leistungsgünstiger als das Basic. Basic ist ja, recht in Ordnung, 80 Gramm, aber es gibt für den Preis, wie gesagt, Fazit erstmal hierzu, bessere Eiweißprodukte auf jeden Fall auf dem Markt, vor allem wenn ihr die im Internet bestellen könnt, ist das hier auf jeden Fall klar geschlagen. Ist ein durchschnittliches Eiweißpulver, das Basic Protein Shake Pro. Wenn ihr jetzt zum Beispiel McFit seid und unbedingt was mitnehmen möchtet, ist es in Ordnung. Wenn ihr aber sowieso im Internet bestellt, würde ich euch dann eher zum Beispiel zum Designer Whey raten oder zu einer anderen Alternative, die preisgünstiger ist und auch vom Aminosäureprofil etwas besser ist. Man muss dazu sagen, dass Kitu überraschenderweise kein Whey-Protein drin hat. Also die haben wirklich nur diese Mehrkomponenten Eiweiß mit drin, was in meinen Augen eigentlich kein Problem ist. Ja, ich denke, es kommt ja grundsätzlich aufs Aminosäureprofil drauf an und ja, da braucht man kein Whey-Protein in meinen Augen. Aber wir gehen nochmal auf das Pro-4-C-Protein ein. Und ja, was haben wir hier für Inhaltsstoffe? Hier merken wir schon, hier haben wir höheren Whey-Anteil auf jeden Fall mit drin, also auch ein Unterschied zu dem Basic-Protein. Hier haben wir nämlich 42% Molkenproteinkonzentrat mit drin, dann 30% Casein, Calciumcaseinat, also 30% Casein, 15% dann nochmal Milchproteinkonzentrat, also 80% Casein und 20% Molke und dann noch ein bisschen Ei-Protein, also Eiklarpulver. Ja, auf jeden Fall vom Verhältnis ja etwas wertiger auf jeden Fall, dass wir einen größeren Molke-Eiweiß-Anteil mit drin haben. Dann gehen wir schon mal drauf ein. Ja, hier ist beim Zucker nur 3,5 Gramm Zucker ist mit drin. Ja, es ist ein großer Unterschied. Hier sind es nämlich 9 Gramm beim Basic. Hier nur 3,5 Gramm Zucker. Jedoch 79 Gramm Eiweiß, also 1 Gramm weniger als beim Basic. Darauf wird es nicht drauf ankommen. Und dann, was noch zu sehen ist, es ist hier etwas mehr Fett mit drin. Ja, man muss ja auch irgendwie den fehlenden Zucker hier ja, wettmachen. Dann gehen wir hier nochmal auf die Aminosäurebilanz oder auf das Profil ein, verglichen mit dem ESN Designer Whey. Und hier gehen wir zunächst wieder aufs Isoleucin ein, 5,9. Da schlägt das ESN das Pro 4C auch mit 6,1 Gramm. Dann haben wir hier das Leucin, da sind wir hier beim Pro 4C. Ja, Leucin haben wir es, 9,8 hat es. Das ESN Designer Whey hat 11,2. Ja, ESN Designer Whey auch weit vorne. Und dann haben wir hier noch natürlich Valin. Valin 6,2, beim ESN 6,0. Also die 0,2 Gramm wird keinen Unterschied machen. Glutamin gehen wir nochmal drauf ein. Das ist ESN Designer Whey etwas schwächer, 17 Gramm. Und hier haben wir 18,8. Also sprich von der Aminosäurebilanz, ja, wenn man das Glutamin ein bisschen bevorzugt, gleicht sich das in etwa aus, ja. ESN Designer Whey ist vielleicht bei den BCAAs etwas stärker als hier dieses Pro 4C. Jetzt müssen wir natürlich auf den Preis auch eingehen. 500 Gramm kosten von diesem Eiweißpulver hier 14,90 €. Ja, ein Kilo ESN Designer Whey bekommt ihr schon für 24,90 €. Das heißt, ja, 500 Gramm 12,45 €. Das heißt, beim ESN Designer Whey spart man etwa 2,50 € im Vergleich zum Pro 4C Proteincheck. Geschmacklich sind beide ganz gut auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Ich habe für Vanille und Schoko Geschmack zum Testen gehabt. Keine schlechte Sache vom Geschmack. Jedoch muss man einfach ein klares Fazit ziehen, dass hier diese beiden Produkte von Kitu, ja, von den Produkten von McFit, jetzt keine herausragenden Proteinpulver sind. Das sind hier lediglich durchschnittliche Proteinpulver. Ja, muss dazu sagen, von der Herstellung natürlich in Deutschland, das ist ein Vorteil. Aber wie gesagt, die beiden Produkte werden jetzt hier keine Spitzenwerte erreichen und auch irgendwie kein, ja, kein Sternchen jetzt sein auf dem Proteinpulvermarkt. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr sowieso im Internet bestellt, bestellt euch das Designer Whey, guckt bei MyProtein vorbei eventuell. Ja, da müsste ich vielleicht auch nochmal einen Test drüber machen. Und ja, wie gesagt, Kitu-Produkte, wenn ihr die im Laden natürlich kauft, dann spart ihr Versandkosten, dann ist es vielleicht in Ordnung, wenn ihr gerade was mitnehmen möchtet oder irgendwie was braucht. Wenn ihr jetzt nicht Bock habt, im Internet zu bestellen, aber wenn ihr bestellt im Internet, dann greift vielleicht zu einer Alternative, die ein bisschen ja, kostengünstiger ist. Wie gesagt, beim Basic haben wir auch ein Soja-Eiweiß mit drin. Wir haben ein bisschen gespart, da ist da wahrscheinlich Zucker ein bisschen mehr auch mit drin. Das heißt, auch von den Inhaltsstoffen ist vielleicht ein 100%iges Whey-Protein etwas wertiger als diese Mehrkomponenten-Eiweiße. Und dann müsst ihr einfach mal gucken.
Ich hoffe, der Test hat euch einigermaßen gefallen, weil es so ein bisschen ausschweifend und vielleicht auch langweilig für alle, dass man das genau jetzt hier untersucht hat. Ich habe das auch so noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich müsste einfach vielleicht das Ganze mal aufschreiben. Wäre vielleicht sinnvoller, wenn man so eine Übersicht hat, bevor man hier eine halbe Stunde labert. Aber ja, wie gesagt, Empfehlung nicht unbedingt. Guckt mal nach einer Alternative, aber wenn ihr es unbedingt mitnehmen möchtet, ist es auch kein schlechtes Eiweiß. Ich bin raus, euer Görki. Ciao. But it's the bridges I break, yeah. Left you hanging, couldn't handle the weight. Sweet. She was there when I'd be sleeping. Creep. Tried to hide from my media more. My media more. Sneak. So she leaves me think I'm dreaming.